Die Personalnot in der russischen Armee spitzt sich offenbar zu. Der Kreml versucht mit allen Mitteln, neue Soldaten für den Krieg in der Ukraine zu rekrutieren. Einberufungsbescheide werden künftig online zugestellt. Wer versucht, sich dem Wehrdienst zu entziehen, muss mit harten Strafen rechnen. Mehr zu den Beschlüssen der Duma hat Matthias Heinrich. Russland braucht Nachschub für die Schützengräben. Diese Bilder sollen tote und verletzte russische Soldaten zeigen, die ukrainische Drohnen mit Granatabwürfen töteten. Die Duma verabschiedete gestern ein Gesetz, wonach die Einberufung auch per Mail möglich ist. Wer sich nicht meldet, wird sanktioniert. Dies ist ein Ausreiseverbot, Fahr- und Zulassungsverbot für Kraftfahrzeuge, Meldeverbot für Menschen in selbstständiger Tätigkeit, Meldeverbot für Immobilien- und Grundbucheintragungen, Verbot für Darlehensvergaben und Anleihen, zählt der Abgeordnete auf. In Bachmut wird weiterhin erbittert gekämpft. Nach Angaben der russischen Söldnertruppe Wagner seien nun 80% der Stadt in russischer Hand. Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. In seiner abendlichen Ansprache appelliert der ukrainische Präsident Selenskyj an den Durchhaltewillen der Bevölkerung. Im Vergleich zum letzten Jahr ist es ruhiger an vielen Orten jetzt, aber das bedeutet nicht, dass man irgendwo den Krieg ignorieren oder sich weniger darauf konzentrieren kann, dem Staat zu helfen. Die Ukraine meldet mittlerweile einen wirtschaftlichen Erfolg. Das Land exportiert wieder Strom nach Moldau. Die Schäden russischer Raketenangriffe sind offenbar teilweise behoben. Auch Wladimir Putin versucht sich in Erfolgsmeldungen. Nach einem Milliardendefizit im ersten Quartal hofft er auf steigende Einnahmen. Es wird erwartet, dass sich die Lage vor dem Hintergrund steigender Ölpreise bis Ende des zweiten Quartals ändern wird. Zusätzliche Öl- und Gaseinnahmen werden in den Haushalt fließen. Ob die allerdings der Bevölkerung zugutekommen, ist fraglich. Derzeit investiert der russische Präsident verstärkt in die Militärindustrie. Russland stellt sich offenbar auf einen langen Krieg ein. Frankreichs Präsident Macron hat bei seinem Besuch in den Niederlanden die Forderung nach größerer europäischer Souveränität bekräftigt. Auch beim Staatsbankett mit König Willem-Alexander und Königin Maxima warb er für seinen, wie er sagt, dritten Weg, unabhängig von den Interessen der Supermächte, USA und China. Der Krieg in der Ukraine, der Brexit, Corona, vielfältige strategische und ökonomische Krisen hätten gezeigt, wie wichtig es sei, in Europa enger zusammenzurücken, so Macron. Im Streit um die Kindergrundsicherung hat Finanzminister Lindner die Bedeutung des Lohnabstandsgebotes unterstrichen. Wir müssen bei neuen Sozialleistungen darauf achten, dass sich Menschen nicht irgendwann fragen, ob es bei ihnen finanziell noch einen fairen Unterschied macht, wenn sie arbeiten gehen oder nicht. Das sagte der FDP-Chef den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Die von SPD und Grünen für die Kindergrundsicherung geforderten Milliarden seien möglicherweise besser angelegt, wenn man sie für Kitas, Schulen, Sprachförderung und Arbeitsmarktförderung der Eltern ausgibt. Bevor am Samstag die letzten drei deutschen Atommeiler abgeschaltet werden, geht die Debatte darüber unvermindert weiter. Der Wirtschaftsrat der CDU warnt vor gravierenden Schäden für die Unternehmen und für den Wirtschaftsstandort Deutschland sowie vor steigenden Strompreisen. Auch die FDP verschärfte ihre Kritik. Die Abschaltung der weltweit modernsten und sichersten Atomkraftwerke sei ein dramatischer Irrtum, sagte FDP-Vizechef Kubicki den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der TÜV weist darauf hin, dass die drei Kernkraftwerke noch bis zum Ende des Jahrzehnts sicher weiterlaufen könnten. Bundesgesundheitsminister Lauterbach und Agrarminister Özdemir stellen heute ihr Projekt zur Cannabis-Legalisierung vor. Eine abgespeckte Version dessen, was die Ampel im Koalitionsvertrag eigentlich vereinbart hatte. Grund dafür sind europarechtliche Bedenken. Lizenzierte Cannabis-Shops wird es somit vermutlich nicht geben, Eigenanbau schon. Mehr zur Legalisierung light hat Lore Schulze-Fellmitte. Ein Gramm Cannabis, bitte. Das dürfte es so flächendeckend in Deutschland erstmal nicht geben. Bundesgesundheitsminister Lauterbach und Bundesagrarminister Özdemir stellen heute ihre überarbeiteten Vorhaben zur Cannabis-Legalisierung vor. Und die sind Medienberichten zufolge offenbar zurückhaltender als bisher geplant.
So ist ein genereller freier Verkauf in lizenzierten Fachgeschäften und Apotheken wohl erstmal nicht vorgesehen. Nach der Vorstellung der Eckpunkte für ein Gesetz mit weitreichenden Legalisierungsvorschlägen im Herbst waren Befürchtungen laut geworden, dass die Pläne gegen EU-Recht und internationale Bestimmungen verstoßen könnten. Stattdessen ist die Cannabis-Abgabe in lizenzierten Geschäften den Berichten zufolge nun erstmal nur in regionalen Modellprojekten geplant, auf 5 Jahre befristet und wissenschaftlich untersucht. Aber die gute Nachricht für alle Qualmer, gemütlich zu Hause sitzen und selbst angebautes Gras rauchen, wird wohl bald hochoffiziell erlaubt sein. Das Ziel der Legalisierung, so der Bundesgesundheitsminister. Wir wollen Cannabis legalisieren, aber mit dem Ziel, besserer Kinder- und Jugendschutz und besserer Qualitätsschutz der Konsumenten, aber nicht Ausdehnung des Konsums. Das ist das Ziel. Den Berichten zufolge sollen der Besitz von bis zu 25 Gramm und der Anbau von 3 Pflanzen zum Eigenkonsum künftig erlaubt sein. Außerdem könnten spezielle Vereine, sogenannte Cannabis Social Clubs, ihre Mitglieder mit Produkten aus eigenem Anbau versorgen. Heißt, überall frei im Geschäft kaufen, erstmal nein, zu Hause anbauen, drehen und rauchen, aber ja. Am kommenden Sonntag ist in Berlin erneut eine sogenannte pro-palästinensische Demonstration geplant und wieder muss mit antisemitischen Hetzparolen und Straftaten gerechnet werden. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, sagte der Bild-Zeitung, er erwarte, dass die Kundgebung in einem solchen Fall unverzüglich aufgelöst wird. Bei einer ähnlichen Demonstration vergangenen Samstag hatte die Polizei allerdings nur zugesehen. Wieder einmal wird Berlin zum Schauplatz antisemitischer Parolen auf einer Demonstration, als am Wochenende rund 500 Teilnehmer auf die Straße gehen und skandieren: Tod Israel, Tod den Juden. Ungehindert ziehen die pro-palästinensischen Demonstranten durch die Stadt. Die Polizei steht mit rund 250 Kräften daneben und schreitet nicht ein. Die Parolen waren dermaßen offensichtlich antisemitisch. Sie waren so voller Hass. Da braucht es kein Feingefühl, um zu verstehen, das geht nicht. Hier muss eine Demokratie sich wehrhaft zeigen. Und da ist die Verantwortung wirklich bei der Person, die vor Ort den Stecker hätte ziehen können. Nun meldet sich auch die Berliner Polizei zu Wort. Man sei durchaus mit Dolmetschern vor Ort gewesen und habe nun Ermittlungen wegen Volksverhetzung aufgenommen. Unbeantwortet bleibt auch Tage danach, warum wurde die Demonstration nicht gestoppt? Eine mögliche Erklärung, um eine Eskalation zu vermeiden. Deswegen kann es eine gute Entscheidung sein, der Einsatzleitung in diesem Fall zu sagen, wir treffen Feststellungen, überlassen die Strafverfolgung dann im Nachgang den Strafverfolgungsbehörden. Nach ähnlichen Demonstrationen hatte es immer wieder Debatten um das Nichteingreifen der Behörden gegeben. Die Union sieht neben dieser Diskussion ein grundsätzlicheres Problem, nämlich die von der Ampel geplanten schnelleren Einbürgerungsregeln. Wenn man diese Bilder sieht, wie hier wirklich Hass auf unseren Straßen und Plätzen gesät wird, dann finde ich, muss eine Konsequenz daraus sein, dass sichergestellt wird, dass diese Hassprediger am Ende nicht auch noch mit dem deutschen Pass belohnt werden. Zumindest eine der beteiligten Gruppen ist jetzt in den Fokus der Politik geraten. SPD, FDP und Union wollen ein Verbot der Mitorganisatoren der sogenannten Samidun in Deutschland erreichen. Weil über das Mittelmeer immer mehr Migranten kommen, hat Italien einen landesweiten Ausnahmezustand beschlossen. Er gilt zunächst für 6 Monate. Während dieser Zeit können zum Beispiel neue Aufnahmezentren unbürokratisch und schnell errichtet werden. Den besonders betroffenen Regionen im Süden Italiens sollen dafür zunächst 5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Nach Angaben der Regierung in Rom haben dieses Jahr bereits 31.000 Menschen mit Booten Italien erreicht, fast 4-mal so viele wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Griechenland will zur Abwehr weiterer Flüchtlinge einen Grenzzaun zur Türkei weiter ausbauen und fordert dafür Geld von der EU. Die griechische Regierung will den etwa 5 Meter hohen Stahlzaun um 35 Kilometer verlängern. Athen betont immer wieder, der Zaun beschütze die eigenen Grenzen, die auch EU-Außengrenzen sind, vor illegaler Migration. Die EU hat die Finanzierungsanträge Athens für den Bau dieses zusätzlichen Zauns jedoch nicht genehmigt. In einem Interview mit dem stellvertretenden Bild-Chefredakteur Paul Ronzheimer bekräftigte der griechische Ministerpräsident Mitsotakis diese Forderung.
Wir sind ein Staat an der EU-Außengrenze. Wir sind einem erheblichen Migrationsdruck ausgesetzt. Wir erwarten die Hilfe der Europäischen Union. Ich glaube, es gibt auf europäischer Ebene eine allgemeine Verwirrung darüber, was genau mit europäischen Geldern finanziert werden kann. Zum Beispiel können wir im Moment die Technologie rund um den Zaun finanzieren, aber nicht den Zaun selbst. Meiner Meinung nach ist das alles sehr verwirrend. Wenn wir uns einig sind, dass diese Schutzfaktoren ein notwendiger Bestandteil unserer Migrationspolitik sind, dann sollte es keine Einwände dagegen geben, dass sie von der Europäischen Union finanziert werden. Unabhängig davon, was Europa tun wird oder nicht, habe ich öffentlich gesagt, dass wir unseren eigenen Zaun bauen werden, auch wenn er vom griechischen Steuerzahler finanziert werden muss. US-Präsident Biden ist zu einem Besuch in der nordirischen Hauptstadt Belfast eingetroffen. Grund ist das vor 25 Jahren ausgehandelte Karfreitagsabkommen, mit dem der jahrzehntelange Bürgerkrieg zwischen Katholiken und Protestanten beendet worden war. An der Beilegung des Konflikts waren die Vereinigten Staaten damals maßgeblich beteiligt. Während des Besuchs gilt die höchste Sicherheitsstufe. Die Osterferien neigen sich dem Ende zu. Für viele von uns höchste Zeit, den Sommerurlaub zu planen. Die Reiselust der Deutschen ist ja ungebrochen, das zeigen die aktuellen Umfragen. Doch die schönsten Wochen des Jahres werden auch immer teurer. Selbst Pauschalreisen in die Türkei sind da keine Ausnahme. Wie sie trotzdem noch Schnäppchen finden können, weiß Nadine Jans. Sonne, Strand und Meer. Das, wonach sich viele sehnen, kriegt man hier bei Anke Budde. Sie vermittelt Reisen, sowohl pauschal als auch individuell. Doch neben der Vorfreude gibt es in diesem Jahr auch viel Frust. Der Grund? Die Preise sind schon gestiegen, das merken wir auch. Die Menschen freuen sich auf ihren Urlaub, aber wir merken auch, dass sie kürzer buchen, um in ihrem Urlaubsbudget zu bleiben. Wer nach Tunesien, Ägypten oder in die Türkei reist, muss durchschnittlich zwischen 35-50% mehr zahlen als im Jahr 2019. Und auch in Spanien, Portugal und Griechenland kostet der Urlaub mit 20-30% deutlich mehr als noch vor Corona. Doch trotz der deutlichen Mehrkosten, viele Deutsche wollen sich die Urlaubslust nicht verderben lassen. Wir gönnen uns jetzt zum ersten Mal eine längere, größere Reise. Deswegen haben wir gesagt, Urlaub muss jetzt mal sein. Wir lassen uns vom Reisen nicht abhalten. Das sparen wir lieber woanders. Persönlich habe ich dieses Mal Glück, weil mein Freund mich einlädt. Die Gründe für die gestiegenen Kosten sind vielfältig. Inflation, höhere Mitarbeiterkosten, aber auch der Personalmangel. Allein die Lufthansa muss wegen fehlender Arbeitskräfte im Sommer über 30.000 Flüge streichen. Viele, die während der Pandemie in Kurzarbeit geschickt wurden, haben sich mittlerweile beruflich umorientiert. Damit das mit dem Urlaub aber trotzdem klappt, hat die Expertin einen Tipp. Gegebenenfalls einfach mal einen Tag früher oder einen Tag später noch mal schauen oder auch mal einen anderen Abflughafen wählen. Wenn zum Beispiel in Bayern Ferien sind, dann mal in Frankfurt schauen oder in Frankfurt der Großflughafen fällt, dann vielleicht auch mal Stuttgart oder Köln oder Luxemburg schauen. Und die Chance, ein Last-Minute-Schnäppchen zu schießen, ist laut Expertin dieses Jahr gering. Sie empfiehlt deshalb, möglichst früh zu buchen, damit dem verdienten Urlaub auch ja nichts in die Quere kommt. Apropos in die Quere kommen, es gab eine Riesenpleite für den FC Bayern. Nach dem Ausscheiden im DFB-Pokal stehen die Münchner jetzt auch in der Champions League vor dem Aus. Das Duell der Trainerschwergewichte zwischen Tuchel und Guardiola geht klar an den Man City-Coach. Rodri brachte Manchester City in der 27. Minute in Führung. Dann traf Silva in der zweiten Hälfte nach einem schweren Patzer von Upamecano. Und natürlich wieder Haaland. Das 2:0 hatte er bereits vorbereitet und in der 76. Minute sorgte er dann endgültig für lange Gesichter auf der Bayernbank. Das Ergebnis eindeutig 3:0 für Manchester. Wenn wir jetzt isoliert aufs Ergebnis schauen, dann scheint es unmöglich. Aber ist Fußball, alles kann passieren. Wir werden jetzt nicht vorher das Spiel wegschenken, auf gar keinen Fall. Dazu ist es zu wichtig, dazu freuen wir uns zu sehr drauf, dazu sind wir viel zu angefressen, jetzt auch viel zu sauer. Es war ein gutes Champions-League-Spiel, das Viertelfinale mit zwei Spitzenmannschaften. 55 oder 60 Minuten lang war es ein enges Spiel, in dem sie teilweise besser waren als wir. Aber danach haben wir etwas umgestellt und im letzten Teil des Spiels, in den letzten Minuten, waren wir besser und haben drei fantastische Tore erzielt und hatten mehr Chancen. Trainer Tuchel und die Bayern-Bosse hoffen für das Rückspiel am kommenden Mittwoch zu Hause jetzt auf ein Wunder.
Der Tag beginnt heute schon in vielen Regionen mit dichten Regenwolken. Lediglich nordöstlich der Elbe gibt es Wolkenlücken und hier scheint noch zeitweise die Sonne. Am Nachmittag ziehen auch im Nordosten langsam Wolken auf. Zwischen Ostsee und Oder bleibt es aber meist bis zum Abend trocken. Sonst bleibt es wolkenreich und nass. Die Temperaturen erreichen 9 Grad in den Mittelgebirgen und an der Nordsee, sonst werden meist mildere 11 bis 15 Grad erreicht. Wechselhaftes Aprilwetter begleitet uns auch durch die nächsten Tage. Es ziehen immer wieder Regenwolken vorüber und der Sonne bleibt nur wenig Platz. Die trockensten Phasen gibt es am Freitag. Ab Sonntag wird es dann aber langsam milder.